Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur Mod-Karriere. Ich bin voll motiviert, heute das kleine Desaster vom letzten Mal wieder gut zu machen. Hoffe, ihr seid mit dabei, supportet. Und dann kann das, glaube ich, ein richtig erfolgreiches Wochenende werden. Denn mit Monza steht uns die wahrscheinlich beste Strecke für unser Auto bevor, so auf dem Papier. Ich meine, wir haben hoffentlich immer noch, muss man mal nachschauen, aber eigentlich schaut ja den mit Abstand besten Motor. Monza, die größte Highspeed-Strecke im Kalender. Hier ist fast nur Vollgas angesagt. Das kann sehr, sehr gut werden. Wenn wir vernünftig abliefern, dann bin ich echt optimistisch, dass das ganz, ganz stark wird. Ein paar Ressourcenpunkte haben wir noch für Upgrades. Was macht man denn da? Ich weiß es nicht. Ich, beim Chassis haben wir schon keinen Zugriff auf noch mehr, ne? Na, zumindest aktuell nicht. Wenn das eine ankommt, können wir da noch ein bisschen was tun. Ja komm, dann verbessern wir den Motor ein wenig weiter und können dann die Zeit vorspulen, bis dieses Chassis-Upgrade hoffentlich ankommt. Das tut es. Und nun können wir dann auch beim Chassis noch ein bisschen mehr upgraden. Oder reichen die Punkte nicht? Doch, das wird locker reichen. Soll dann alles beim nächsten Mal vor dem Wochenende in Japan ankommen. Und dann geht's nun auch schon los. Geht's rein in dieses Wochenende hier in Italien. Immer eine geile Strecke. Es ist wirklich immer eins meiner Lieblingsrennen eigentlich in so einer Saison, weil es hier häufig ja voll zur Sache geht und einfach Spaß macht. Und wenn man dann auch noch ein Auto hat, dem das gefallen sollte und man so nah dran ist mittlerweile an den Teams davor, dann kann das gut werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das ist nicht zu überheblich, aber so eine Q3-Teilnahme muss das heute schon werden, damit ich zufrieden bin mit diesem Qualifying. Am besten auch gleich mit beiden Autos. Das haben wir ja in Zandvoort sogar geschafft, ne? Fällt mir gerade ein. Da hatten wir beide in Q3, warum auch immer. Das hat auf der Strecke nicht so wirklich Sinn gemacht, aber dann muss das heute doch auch möglich sein. Letzte Kurve. Auto fühlt sich gut an, hat mir sogar in den ganzen schnelleren Kurven echt gut gefallen gerade, was immer so eine Schwierigkeit hier ist mit dem Low-Downforce-Setup, was man wählen muss. Nicht schlecht. Oh yes, ich glaube, das ist hier ein Auftakt nach Maß. Wir sind lila im ersten Sektor. Valtteri, ja gut, Fünfter, da haben sich jetzt ein paar verbessert. Wir mischen aber beide hier innerhalb der Top 10 mit. Es sind auch schon so gut wie alle. Es sind schon alle gefahren. Oh ja, oh, ich freue mich. Das wird, glaube ich, echt geil, wenn alles gut läuft. Dieser eine Run reicht auch schon easy. Auf Position 10 kommen wir weiter, völlig souverän. Mit Sicherheit ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Valtteri ebenfalls hier vorne mit dabei, auf dem 8. Rang. Weiter geht's mit Q2. Ja, nochmal so eine Runde, vielleicht ein bisschen schneller, was aber eh aufgrund dessen, dass die Strecke auch besser wird, easy sein sollte. Und dann sind wir locker in Q3 mit dabei. Kollege Stroll mal wieder. Meisterleistung. Ich glaube sogar Aston hat jetzt mittlerweile McLaren überholt in der Performance, oder? Wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Die sind das viertbeste Auto auf dem Papier. Das ist unfassbar. Gelingt es, die Q1-Leistung nochmal zu bestätigen? Oder war das irgendwie so ein Zufallstreffer? Ich gehe nicht davon aus. Fand die Runde jetzt sogar ein bisschen schlechter vielleicht vom Gefühl her. Aber wir hätten ja zur Not auch noch einen zweiten Run, wenn wir den denn bräuchten. So eine niedrige 1,19 muss eigentlich reichen für Q3. Davon gehe ich zumindest mal aus über die Linie. Oh, die niedrige 19 ist es auch sehr, sehr gut. Sogar minimal schneller als vorhin. Come on. Und Valtteri auch ganz nah dran. Das Auto ist hier einfach wirklich gut. Das macht ja auch total Sinn. Aber es ist schön zu sehen, dass das jetzt auf der Strecke so läuft, wie ich es mir erhofft habe. Das ist einfach gut bisher. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ja kein Zufall, dass wir hier vorne mitmischen. Das ist einfach das, was das Auto drauf hat. Und es ist cool zu sehen, vor allem, dass Valtteri das auch hinbekommt. Ich denke, wir fahren einfach nochmal raus, jetzt zur Sicherheit. Vor allem, weil die Abstände hier auch so klein sind, wie das typisch ist auf dieser Strecke. Und ich will echt nicht, dass da was schief geht. Das wäre bitter. Vor allem, weil die Runde noch nicht so optimal war. Da geht noch ein bisschen was.
schon wieder noch was geht. 3/4 Verbesserung so in etwa. Hätten wir gar nicht gebraucht. Es ist bei Platz 6 und 7 geblieben. Aber trotzdem schön, nochmal zu beweisen, dass ein bisschen mehr hier geht. Und ich würde die Runde auch gerne zu Ende bringen, um zu schauen, wo die uns so hinbringt. Das wird weit nach vorne gehen. Es könnte so Top 3 Region irgendwie sein. Eine halbe Sekunde Verbesserung ist es am Ende. Zweiter, glaube ich, oder? Zweiter oder dritter? Zweiter. Wow. Das macht doch Lust auf Q3 jetzt gleich. Und auch ganz nah dran an Carlos an der Spitze. Wir splitten die beiden Ferraris. Was für ein souveränes Qualifying bislang. Vom ganzen Team, auch von Bottas. Wir haben jetzt 3 Runden gemacht, 3 fliegende. Alle 3 waren richtig gut, ohne Fehler. Das spricht auch immer dafür, dass diese Zeiten hier ja so natürlich sind irgendwie. Das ist nicht so, als würden wir das Auto überpushen und das dadurch irgendwie dahin schaffen. Wir sind hier, weil das Auto stark ist, wie schon erwähnt. Und das ist cool. Das ist mal was Neues. Hatten wir so noch nicht in dieser Karriere, logischerweise. Gasly und Albon auch mit dabei in Q3. Das ist stark. Perez erwischt es dafür und Norris auch. Wow. Erster Q3-Run nur auf gebrauchten Reifen, aber die Runde war trotzdem schon nicht ohne. Die Pole wird wahrscheinlich so in Richtung 1.18.5 gehen oder so. Irgendwie so eine mittlere 18 mit Sicherheit. Also wenn wir da möglichst nah dran sind, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ist es aber noch nicht ganz. 19.6. Doch keine so optimale Runde. Ja gut, gebrauchte Reifen halt, wie schon gesagt. Jetzt kommt's aber gleich auf den letzten Run an. Wir haben zum Beispiel Albon vor uns zwischenzeitlich. Und Bottas dritter, wow. Ist das cool zu sehen. Das ist zwar voll das streckenspezifische Ergebnis hier gerade, aber das ist einfach geil. Bottas ist lila im ersten Sektor. Dem fehlt nur etwas mehr als eine Zehntel auf die Pole. Uns dafür eine ganz schöne Menge. Also jetzt ist doch ein bisschen Druck drauf auf dieser letzten Runde. Ich meine, es wäre jetzt auch kein Weltuntergang, hier im schlimmsten Fall Zehnter zu werden. Aber trotzdem, so gut wie es bisher lief, will man das auch gut abschließen natürlich. Bisschen weit draußen leider hier in der letzten Kurve nochmal. Das hat jetzt aber auch nicht mehr allzu viel Zeit gekostet. Sehr, sehr gute Verbesserung. Sehr, sehr gute Runde bis auf diesen kleinen Fehler. Und Platz 6, glaube ich, am Ende, oder? Platz 6. Wow, und Bottas wird vor uns sein. Den haben wir leider nicht besiegen können. Was für ein Qualifying fürs Team. Ah, shit. Wenn man jetzt die Abstände sieht, dann war dieser Fehler in der letzten Kurve vielleicht doch bitterer als gedacht. Nur eine Zehntel schneller und wir wären hier Dritter statt Sechster. Aber trotzdem auch das natürlich genial. Dritte Startreihe für das Sauber-Team. Mega souveränes Qualifying einfach, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Jetzt kommt aber halt das große Problem, meistens zumindest, das Rennen. Da müssen wir abliefern. Das hier bringt noch gar nichts. Das war geil, das hat Spaß gemacht, aber irgendwas Zählbares bekommen wir dadurch nicht. Somit nochmal volle Konzentration jetzt aufs Rennen, logischerweise. Da zählt's. Reifenverschleiß wird hier, glaube ich, nicht so ein Riesenthema sein. Also auch das so eine Sache, die uns in die Karten spielen sollte. Aber trotzdem kann und passiert hier normalerweise immer eine Menge in den Rennen. Das wird bestimmt spannend. Let's go! Wow, was für ein Anblick. 2 sauber Autos hier in der dritten Startreihe. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie stark wir dieses Auto entwickelt haben im Laufe dieser Saison. Aber das ist natürlich erst der Anfang. Ne? Das soll hier noch weitergehen, diese Reise. Eine Medium Hard wird uns vorgeschlagen. Macht, denke ich, auch Sinn. Die Softs sind ohnehin nicht so ein Riesenvorteil hier auf dieser Strecke, weil es, ja, dumm gesagt, wenige Kurven gibt, in denen man die wirklich ausnutzen kann. Von daher passt das mit Mediums, glaube ich, voll. Und ist mir ohnehin lieber, dass uns hier sowas vorgeschlagen wird. Weil das vor allem auch darauf hindeutet, dass das wahrscheinlich einen Großteil der KI machen wird. Und somit macht das Sinn. Sprit, oh, ich weiß es nicht. Da bin ich mir jetzt nach dem Zandvoortrennen nicht mehr sicher. Nehmen wir lieber ein bisschen zu viel mit. Es spielt im Endeffekt eh keine so große Rolle. Also ist scheißegal. Lieber hat man zu viel, als die ganze Zeit Sprit sparen zu müssen. Das macht ja auch keinen Sinn. Und dann geht's auch schon direkt an den Start beim 11. Rennen dieser Saison hier in Monza. Das könnte ein ganz, ganz besonderes Ergebnis werden. Gut. Wir hatten auch schon einen Doppelsieg, ne? Also so besonders wäre dann alles andere, abgesehen davon, auch nicht mehr. Aber es kann ein starkes Ergebnis werden zumindest. Ich freue mich sehr drauf. Let's go! Das ist die Einführungsrunde und die Stimmung steigt, während der Start des Rennens immer näher rückt. Welches Team wird sich durchsetzen? Wer hat heute die richtige Strategie? Gleich werden wir es wissen. Oh,
Boah, schlechter Start von Bottas, ganz schlechter, guter dafür von uns. Und Valtteri ist ja völlig stehen geblieben. Der wird nicht nur von uns überholt, der wird weit, weit durchgereicht. Albon vor auf die 6. Wir gehen mal ganz entspannt hier nach außen für Kurve 1. Ich möchte nichts riskieren an diesem Start. Einfach vernünftig durchkommen. Wenn es gelingt, hier jetzt vielleicht noch an Russell vorbeizuziehen, hätte ich da nichts dagegen. Aber die höchste Priorität muss es sein, einfach keinen Schaden zu kassieren. Und das ist ja schon mal optimal gelungen. Da waren wir, glaube ich, echt ziemlich ungefährdet außen in dieser ersten Kurve. Jetzt eventuell eine Chance gegen George, wenn der uns hier eine Lücke lässt. Oh, das wäre nicht ohne. Außenrum vorbei in der zweiten Schikane, in der ersten Runde dieses Rennens. Sehr, sehr schöner Move gegen den Mercedes-Piloten. Traumauftakt in dieses Rennen, wirklich Position 4 jetzt schon. Schade halt, dass wir nicht mehr beide Autos hier vorne sind, obwohl ich glaube, dass Bottas immer noch okay dabei sein wird. Ja, jetzt einfach mal Gas geben in den nächsten Runden. Vielleicht gelingt es aus dem DRS von Russell rauszukommen. Ich fürchte aber fast, dass das schwierig wird. Leider ist auch schon die Lücke zu den Jungs da vorne etwas größer. DRS werden wir selber also wahrscheinlich nicht haben auf Verstappen. Obwohl man sich da hier in Monza auch nicht zu sicher sein darf. Albon da hinten vorbei an Russell. Dieser Albon ist unglaublich, wirklich. Den habe ich ja schon so oft gelobt. Und man kann es auch nur immer und immer wieder tun. Russell setzt sich zwar am Ende durch. Hier in Monza ist ja das ganz große Ding der KI, dass die sich duellieren ohne Ende. Andauernd. Da vorne sieht man das auch schon. Rad an Rad. Zu dritt nebeneinander sogar fast in die erste Schikane hinein. Und das im Kampf um den Sieg. Das kostet die halt immer mal wieder sehr, sehr viel Zeit. Somit sind auch so ein 2 Sekunden Rückstand, den wir da hatten, nicht besonders viel. Der kann ganz schnell weg sein. Und man kann sich auch, oh, offensichtlich ganz schnell eine Sekunde auf Russell rausfahren. Ja, das ist halt schon wieder krank, ne? Albon war vorhin für den kurzen Moment Fünfter direkt hinter uns. Jetzt ist er nicht mal Sechster. Jetzt muss der Platz 7 haben, bestenfalls. Wenn nicht sogar noch mehr. Hier vorne geht's auch total ab. Hier war Verstappen vorhin noch Dritter. Oh, jetzt führt er das Rennen an. Jetzt ist Piastri Dritter, Sainz auf der 2 mit der schnellsten Rennrunde. Das ist der pure Wahnsinn. Das ist schon wieder Monster vom Allerfeinsten. Das ist das, warum diese Strecke so geil ist. Und ich freue mich schon zu sehen, was hier noch auf uns zukommt. Obwohl, die Strecke ist ja nicht mal irgendwie, oh, außergewöhnlich viel besser für Racing als andere. Das, was die KI hier macht, ist halt krass. Auf keine anderen geben die es sich so hart. Oh, schnellste Rennrunde sogar von uns. Ja, kein Wunder, wir waren gefühlt die einzigen hier vorne, die irgendwie ohne Kampf durch diese Runde gefahren sind. Die da vorne tun das auf jeden Fall nicht. Da gibt es sogar eine leichte Berührung zwischen Sainz und Verstappen. Piastri jetzt in Führung. Der war eben noch Dritter. Carlos wird mit Sicherheit einen schlechten Ausgang bekommen aus dieser ersten Schikane. Dadurch können wir uns jetzt vorbeischieben am Spanier, am Publikumsliebling mit Sicherheit hier in Monza. Mega Überschuss. Wow, wir führen, vorbei an Verstappen, Sainz und Piastri auf einen Streich. Da musste ich kurz mal ruhig sein, ich wollte diesen Move unbedingt haben. Was für eine Szene bei diesem großen Preis von Italien. Position 1 für uns nach nur 3 Runden. Jetzt heißt es hier wegkommen. Ich weiß nicht, wenn die so weitermachen, wie die angefangen haben, dann kann das vielleicht wirklich möglich sein, sich ein bisschen abzusetzen. Problem ist nur, dass jetzt schon das DRS aktiviert ist. Und das hat Verstappen auch direkt auf uns. Man kann mir vorstellen, dass da jetzt in Parabolica hinein der Angriff kommt. Die Stelle mag die KI sehr zum Überholen. Hätte aber gar nicht mal viel dagegen, weil wir dann das DRS auf Start und Ziel bekommen würden. Probiert er das? Doch, so im letzten Moment, ne? Ja, aber so, dass er auf jeden Fall das DRS haben wird. Der Messpunkt ist hier nämlich vor der Kurve. Wow! Verstappen, der auch knallhart. Das kann ganz, ganz schnell mal Schaden geben. Oh Gott, ist das hier spannend. Unfassbar. Jetzt sind wir halt vorne halt so ein bisschen aufgeschmissen, ne? Ohne DRS. Das wird mit Sicherheit einen Angriff geben von einigen. Obwohl, es ist nicht mal so hoffnungslos für uns. Da sieht man mal, wie gut dieser Motor ist. Schon sind wir wieder auf Position 3. So schnell kann es gehen. Eben noch das Rennen angeführt, jetzt Dritter. So erging es schon einigen Fahrern hier in diesem Rennen. Aber direkte Chance vielleicht auf den Konter. Hier sind wir saustark durch Curva Grande hindurch. Hier ist ja vorhin schon dieser geniale Dreifach-Move gelungen. Und jetzt? Jetzt überholen wir vielleicht wieder 2, oder? Mit Verstappen und Oscar. So ist es. Unfassbar. Einfach nur der Wahnsinn schon wieder. Ja, jetzt ist es auch mal gelungen, durch das Überholmanöver eine kleine Lücke hier zu bekommen. Come on, wenn wir einmal raus sind aus diesem DRS, ist das schon ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung eines entspannteren Rennens zumindest mal. Wenn der da halt immer wieder so ankommt wie vorhin, dann wird das unlustig. Ja, aber der wird immer wieder so ankommen. Keine Chance. Direkt der Konter wieder von Verstappen hier auf Start und Ziel. Vielleicht ist es diesmal immerhin nur er, der hier vorbeizieht. Obwohl Oscar auch schon direkt dran ist, aber der schafft es allerdings diesmal nicht. Okay, Platz 2. Er ist vielleicht sogar besser. Es ist nämlich echt hoffnungslos, da vorne kein DRS zu haben.
Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt vorbei. Einfach erstmal dahinter bleiben. Eventuell gelingt es so, da ja ein klein wenig Ruhe reinzubringen. Na klar, diese Action andauernd, die ist cool, die macht Spaß. Aber es ist zum einen nicht schnell, zum anderen ist auch das Risiko gigantisch, dass man sich irgendwie Schaden zuzieht. Das muss tatsächlich nicht sein. Aber ich fürchte, ein ganz, ganz großes Problem oder wie auch immer man es nennen will, ist, dass man hier fast angreifen muss. Entweder wird man nämlich sonst angegriffen, wie in unserem Fall jetzt von Oscar hinten, oder ja, oder nix, oder man muss total abbremsen, dass DRS einfach so stark ist und weil es so hoffnungslos ist, da vorne ohne zu sein. Selbst so ein Verstappen hat da keine Chance, als die beiden Jungs hinter uns vielleicht mal am Fighten. Eventuell das die Chance, um hier wegzukommen, aber das dachte ich jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Rennen. Ah, das war jetzt echt mal nicht schlecht. 8 Zehntel rausgefahren immerhin auf Verstappen, aber das bringt halt auch nichts. Uiuiuiui, das Auto ist schon wackelig teilweise in Ascari. Ja, leck mich doch. Keine Chance hier vorne. Keine Chance. Ich dachte, jetzt bekommen wir wirklich mal eine Runde, in der wir diese Führung halten können. Zumindest einmal. Aber nix da. Direkt Verstappen wieder vorbei. Und wir sind ja halt auch zu dritt vorne. Da mischt sich auch immer der Dritte noch ein. Das war jetzt Oscar in der Situation. Das ist krass. Hey, das könnte jetzt mal eine Runde ohne Führungswechsel werden. Oscar musste so ein bisschen abreißen lassen. Der hat, glaube ich, nicht mal das DRS, je nachdem, wie nah er am Messpunkt dran war. Und wir werden jetzt Verstappen einfach mal nicht angreifen. Das ist ja hoffentlich machbar, obwohl das mit unserem starken Motor und DRS dann echt nicht so easy ist. Ja doch, aber jetzt war das mal entspannt. Ja. So ein paar Runden brauchen wir auch mal. Wenn das andauernd nur zur Sache geht, dann endet das nicht gut, habe ich so das Gefühl. Ja, aber Spaß macht das wirklich allemal. Das ist so ein unterhaltsames Rennen. Wir sind hier in Runde 8, aber es fühlt sich für mich so von der Spielzeit her so an, als wären wir in der zweiten oder so. Einfach weil das so schnell vergeht, dadurch, dass die ganze Zeit Action ist. Aber für meine Nerven ist es ganz gut, wenn es jetzt auch mal ein bisschen entspannter zur Sache geht. Das hier wird jetzt, glaube ich, auch die nächste entspanntere Runde. Aber eine sehr, sehr gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass die Pace mega ist. Wir haben hier die Pace, um das Ding zu gewinnen, würde ich behaupten. Das ist halt nicht das Allerentscheidendste. Man muss es dann auch taktisch irgendwie clever machen, muss dann überholen, wenn es Sinn macht, darf sich nicht direkt wieder auskontern lassen. Aber rein die Geschwindigkeit ist heute mega. Ich meine, das ist ja jetzt kein größeres Problem, mit Verstappen irgendwie mitzuhalten. Wir fahren hier in dieser Führungsgruppe, als wäre das nichts Besonderes. Und das sogar aktuell wirklich ohne bis ans Limit zu pushen. Also ich fahre hier natürlich nicht extra langsam, aber das ist jetzt nicht so das allerletzte bisschen Risiko. Sehr, sehr gutes Zeichen. Eieiei. Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt echt eine riesengroße Lücke gebildet zu den beiden Mercedes. Also wenn wir nichts total hier verkacken und kein Safety Car kommt, dann scheint ein Podium sehr wahrscheinlich momentan. Vor allem, weil die da hinten auch alle auf einem Haufen sind. Die werden bestimmt nicht so ganz entspannt einfach hintereinander herfahren. Das passiert nicht auf dieser Strecke. Oh, Verstappen auch schon so ein bisschen am Kämpfen mit den Reifen offensichtlich. Lang dauert es auch nicht mehr bis zu den Boxenstops. Oh, und ich fürchte durch diesen Fehler, oder was ist, ich fürchte, durch diesen Fehler wird es jetzt nicht nur knapp für ihn, sondern dadurch können wir jetzt vorbeiziehen hier in Kurve 1 hinein. Ich weiß gar nicht, ob mir das so sehr gefällt, aber ich wollte jetzt auch nicht total zurückziehen. Wieder die Führung. Ja, jetzt natürlich direkt eine Runde später wieder der Konter von Max. Deshalb wollte ich da nicht so unbedingt vorbei. Das hat mir auch ganz gut gefallen, also im DRS einfach dahinter zu bleiben. Und dabei dahin kehren wir jetzt wieder zurück, hoffentlich. In dieser Runde ist der Stop geplant. Bin mal sehr gespannt, wann Oscar seinen vorhat, wann Verstappen seinen vorhat. Ich bin mir da auch noch nicht sicher, ob wir jetzt reinkommen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, im Verkehr stecken zu bleiben, ist halt recht hoch, ne? Weil das Feld schon sehr weit auseinandergezogen ist. Aber es kann auch nicht so blöd sein, einfach planmäßig reinzukommen. Viele, vor allem weiter hinten, sind ja auch auf den Softs losgefahren. Die werden eh ein bisschen früher drin sein. Zum Beispiel jetzt schon. Und vor allem, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Er fühlt sich das nicht mehr gut an mit diesen Mediums. Es macht schon Sinn, die jetzt mal loszuwerden. 50% haben wir hinten schon. Was macht Verstappen? Runde 13. Der kommt auch rein. Piastri ebenfalls. Alle drei hier vorne auf einmal. Das wird jetzt so mit einem Boxenstopp-Duell. Sauber gegen McLaren, gegen Red Bull. Wer macht es am besten?
Kann mir gut vorstellen, dass einfach alles beim Alten bleibt. Am meisten Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt um die McLaren-Jungs. Wenn die das gut machen, dann könnte Oscar hier jetzt vorbeiziehen. Wäre auch kein Beinbruch, aber das könnte gut passieren. Es bleibt alles beim Alten. Guter 2,3 Sekunden Stop von unseren Jungs. Und wir kommen vor oder kommen raus auf Position 4. Das ist aber nicht so schlecht. Stop schon erledigt und Vierter. Vorne sind jetzt noch Bottas und einer der Mercedes, Russell, die hier nicht gestoppt haben. Die werden das dann aber in der nächsten Runde wahrscheinlich tun. Und dann ist wieder alles beim Alten. Dann sind wir hier wirklich im zweiten Stint gleich voll mit dabei im Kampf um den Sieg. Und der Sieg würde gut schmecken, nachdem Bottas ja auch schon ein Rennen gewinnen konnte in der Saison. Aber auch überhaupt hier aufs Podium zu kommen, wäre schon genial. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, dass das Rennen wirklich so gut läuft oder fast ein bisschen besser, als ich es mir erhofft habe. Russell und Valtteri jetzt beim Boxenstopp. Somit geht's wieder vor auf Position 2. Oh, wir müssen uns allerdings in Acht nehmen vor Piastri da hinten. Der lässt halt auch das ganze Rennen über schon absolut nicht locker. Das ist der Wahnsinn, wie nahezu identisch schnell wir hier vorne sind. Perez und Sainz jetzt Vierter, Fünfter auf Medium-Reifen. Und die werden auch schon gestoppt haben. Ja, die werden schon gestoppt haben. Oh, das ist interessant. Obwohl, bei Sainz bin ich mir da gar nicht so sicher. Der war ja auch hier vorne, oder? Und ist auch auf Mediums losgefahren somit. Also entweder hat er noch nicht gestoppt oder er hat auf einen Satz Mediums gewechselt, was beides auf jeden Fall nicht gerade für ihn spricht in diesem Rennen. Perez wiederum, der hat es ja nicht in Q3 geschafft, ne? Also bei ihm werden das wahrscheinlich die Mediums sein, nach einem Boxenstopp jetzt. Und er ist auf Softs losgefahren. Der kann also durchfahren und wird somit eventuell nochmal zu einem Thema später. Ja, während jetzt Verstappen vorne die Pace so ein bisschen anzieht. Also jetzt müssen wir uns echt strecken, um da immer im DRS zu bleiben. Das ist irgendwie typisch, ne? Dass die KI sehr stark ist im zweiten Stint immer, habe ich so den Eindruck. Oh, Oscar da hinten jetzt ganz da dran. Oh, dann greift aber so richtig der Windschatten hier. 360 km/h fast. Dann geht's halt mal wieder vorbei an Verstappen, so wie es aussieht. Hatten wir jetzt kaum eine Wahl. Wenn wir ihn dann nicht angreifen, dann haben wir ein Problem gegen Oscar. Gut, gibt natürlich auch Schlimmeres, als so ein Rennen anzuführen. Aber das wird halt schon wieder nicht lange halten, ne? Deswegen meinte ich vorhin, das wird so ein ganz taktisches Ding, vor allem am Ende. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich bis zur letzten Runde so nah beieinander bleiben, wenn bei niemandem großartig was schief läuft. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, in welchem Moment man hier die Führung übernimmt. Das war jetzt ein bitterer Fehler, aber finde ich nicht mal so schlimm. Also das Ding hier kann wirklich an alle drei gehen. Auf jeden Fall. Das ist ein so unfassbar offenes Rennen hier an der Spitze. Das erlebt man selten. Das Allergeilste ist es eigentlich, wenn wir bis zur vorletzten Runde genau hier bleiben. Bei genau so einem Abstand auch auf Verstappen, dann in Runde 27 vorbei auf Start und Ziel und dann macht er gar nichts. Jetzt, wenn Oscar nicht da wäre, das wäre... Oh, okay. So viel dazu. Was war das denn für ein Timing? Das ist ja unfassbar. Ach du Scheiße, wie geil. Ich wollte gerade sagen, das wäre so viel leichter, wenn man nur zu zweit hier vorne ist. Und in der exakt selben Sekunde haut Oscar da sein Auto weg mit dem DRS beim Versuch, sich da auch noch daneben zu setzen. Das ist unfassbar, ey. Wie geil war das denn bitte? Das wird nicht bei dem VSC bleiben, oder? Nein. Fuck, wird's nicht, ja. Das wäre auch recht zu schön gewesen, um wahr zu sein. Das ist natürlich ein klares Safety Car, so wie der da auf der Strecke an der schnellsten Stelle steht. Okay. Jetzt hätte ich doch lieber meinen Dreikampf wieder, tatsächlich. Und jetzt ist Checo auch hier voll im Spiel, ne? Der wird jetzt auf Medium sauschnell sein, genauso wie so Norris. Und die sind halt direkt dran. Was meint ihr, wie weit das nach hinten geht bei so einem Stop? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. ja, es ist schon eine Überlegung wert, ne? Weil vor allem Hamilton und Norris echt weit von uns weg sind. Aber ich glaube, die bekommen uns. Und da sind auch so viele. Das ist mir zu risky. Ich hatte jetzt so kurz die Idee im Hinterkopf, auf Softs zu wechseln. Aber nee, doch nicht auf Platz 1 liegen. Das kann man nicht riskieren. Wenn die dann nämlich alle vorbeikommen in diesem Grüppchen, dann wird's eng. Dann weiß ich nicht, ob wir nochmal nach vorne kommen. Ja, das bleibt noch eine Runde. Bleib auch ruhig noch 5 Runden draußen, Bernd. Ist echt gar kein Problem. Lass dir die alle Zeit der Welt. Das ist gar kein Thema. Wirklich gar keins. Wir werden immerhin ein paar Runden ja ohne DRS dann haben nach dem Safety Car, ne? Da müssen wir dann wirklich pushen, was das Zeug hält. Ich habe auch die Hoffnung, dass vielleicht Perez Verstappen so ein bisschen auf die Pelle rückt, dass die sich da duellieren und wir so eine kleine Lücke bekommen. Das kann sein. Falls nicht, dann wird's, wenn das DRS wieder aktiviert wird, nochmal richtig interessant. Okay, weiter geht das Rennen. Mission ist, denke ich, klar. Einfach
weg hier. In den nächsten zwei Runden vor allem, bevor dieses DRS dann wieder ins Spiel kommt. Und dann, na, dann bin ich mal ganz gespannt. Dann sind es halt zum Glück auch nicht mehr unendlich viele Runden, ne? Also, ja, ich habe zumindest die Hoffnung, dass das hier nicht fatal schief geht. Weiß nicht, wo man am besten Gas gibt. Vielleicht einfach normal aus der letzten Kurve raus beschleunigen oder keine Ahnung. Weiß nicht, wann rechnet Verstappen am wenigsten damit. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich denke, es wird gut genug gewesen sein. Oh ja, haben wir sogar einen kleinen Puffer direkt zwischen Max und uns bekommen. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Der hatte da ja gar keine Chance. Okay, somit wird es vielleicht dann gleich echt interessant zwischen Checo und ihm. Max hat jetzt natürlich erstmal keinen optimalen Windschatten mehr auf uns. Und Perez wird schnell sein mit diesen Mediums. Komm bitte, Checo. Mach Stress gegen dein Teammate. Koste ihm Zeit. Ah, die KI aber halt wie gewohnt leider unfassbar stark in so einer Restart-Runde. In der werden wir hier nicht großartig wegkommen, ich merke schon. Und zwar absolut nicht okay. Und Perez kommt auch überhaupt nicht hinterher mit Verstappen. Das scheint hier irgendwie zu einem Zweikampf zu werden. Angriff jetzt von Max, da habe ich nichts dagegen. Hab ein bisschen was gegen die Stelle, an der er es probiert, weil das jetzt uns beiden Zeit kostet. Naja, der will das schon immer wissen da innen. Das hatten wir ja schon mal in diesem Rennen. Ja, komm jetzt einfach dahinter bleiben. Ein bisschen vom Gas gehen, dahinter bleiben. Perez und Hamilton hinten auch am Fighten. Boah, die sind da sogar zu dritt nebeneinander für den kurzen Moment gewesen. Meine Fresse, ist der langsam auf der Gerade, wenn man da den Windschatten hat. Das ist echt nicht ohne. Aber ich will ihn gerne vorne lassen. Mann, jetzt fahr doch! Ich will dich doch vorne lassen, Alter. Ich möchte gerne das DRS gleich haben. Das macht keinen Sinn, das Ding hier anzuführen ohne DRS. Da hinten geht's übrigens richtig ab. Da hätten wir jetzt ein bisschen Glück. Hätten die sich nicht duelliert, dann wäre hier schon ein weiterer an uns dran auf jeden Fall. Aber so haben wir einen guten Puffer. Und das scheint echt erstmal ein Zweikampf zu werden. Boah, ist schon der Wahnsinn, wie viel Zeit die da jetzt verlieren. Das kann echt die Vorentscheidung sein, zumindest im Hinblick auf Platz 2. Über 2,5 Sekunden jetzt sogar schon Vorsprung. 3 fast, wow. Ja, so ohne DRS wäre es schon nicht ohne, hier mit Max mitzuhalten. Zum Glück wird das jetzt gleich aktiviert sein. Bottas jetzt vor auf Platz 4, lol. Wo kommt denn der her? Hat leider eine 5-Sekunden-Strafe für was auch immer. Aber damit habe ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet. Krass. Krass, unglaublich, was ein gutes Rennen. Der Vorsprung auf Perez wächst übrigens weiterhin. Der ist jetzt gar nicht mehr am Fighten. Das übernehmen die Jungs hinter ihm. Aber trotzdem scheint seine Pace einfach nicht auszureichen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann ist das Rezept zum Sieg eigentlich ganz klar. Wir müssen dranbleiben an Max. Müssen in der Sekunde bleiben, müssen das DRS immer haben. Und dann in der letzten Runde vorbei auf Start und Ziel. Alles andere hilft nichts. Es gibt keine andere Option, um dieses Ding zu gewinnen. Wenn wir es früher machen, wenn wir ihn früher überholen, kontert er sofort wieder. Aber die Pace haben wir. Komm, jetzt einfach fehlerfrei durchziehen, das Ding. Das ist wirklich machbar. Das ist machbar, das Ding zu gewinnen. Fehlerfrei bleiben, die Pace abrufen, die wir die ganze Zeit jetzt gezeigt haben. Und dann kann es das sein. Der ist schnell, der ist sehr schnell, vielleicht ein bisschen schneller als wir in freier Fahrt. Aber vor allem jetzt, wenn wir immer den Flügel flach stellen können auf den Geraden, hat er keine Chance. Da wird er nicht mehr wegkommen. Jetzt schön, schön vom Gas, nicht angreifen. Das ist unnötig, das ist unnötig. Das lässt nur die Jungs hinter uns nochmal näher ran. Sowas ist natürlich auch nicht optimal. 5 Sekunden jetzt schon fast auf Checo. Was macht denn der? Der ist echt nicht mehr am Fighten jetzt schon länger. Das ist unglaublich. Also ich weiß ja nicht, was Bottas gemacht hat, um diese Strafe zu haben, aber die wird ihn aus den Punkten schallern. Das ist so schade, weil er ja offensichtlich ein echt gutes Rennen macht, aber die sind alle so nah beieinander. Das sieht leider nicht gut aus. So, Alter, der ist ja richtig abgegangen. Kurve abgekürzt, eine Position aufgeholt, Kollision mit Bottas, hat Norris hier eine Verwarnung, Kollision mit Leclerc hat Bottas nochmal. Ja, das war ein actionreiches Rennen, auch bei ihm offensichtlich. Okay, der Moment der Wahrheit. Moment der Wahrheit. Die nächste Runde ist die letzte. Es hat funktioniert, hier mitzuhalten. Jetzt müssen wir aber den harten Teil durchziehen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wird zu überholen. Auf da nehme ich den Mund jetzt nicht zu voll, aber das stelle ich mir nicht zu schwierig vor. Vor allem nicht, wenn Max hier so am Sliden ist in dieser letzten Kurve. Das hat uns jetzt natürlich total ins Spiel gebracht. Aber auch so, das DRS ist hier so stark. Bisschen ERS haben wir auch noch. Ziehen locker vorbei. Übernehmen die Führung dieses großen Preises von Italien in der letzten Runde des Rennens. Das Problem allerdings wird jetzt diese Runde. Das ist nämlich noch nicht geschafft. Max ist ja dran, wird nochmal das DRS haben auf jeden Fall Richtung Ascari. Wird in Richtung letzter Kurve stark sein. Das ist mit die beste Stelle der KI auf dieser Strecke. Also hier ist noch gar nichts entschieden. Aber wir haben es optimal gemacht. Ich würde sagen, perfekt. Also, was soll man mehr machen? Jetzt müssen wir es halt irgendwie halten. Es ist auf jeden Fall gelungen, uns die bestmögliche Chance zu verschaffen, um hier eventuell den ersten Karrieresieg einfahren zu können. Und das in Monza. Sainz schnellste Rennrunde nochmal, das ist relativ egal.
Lesmo 2, hier ist Verstappen leider stark in diesen schnellen Kurven. Das hat er gut gemacht, ist leider nah dran hier mit dem DRS jetzt auf dieser Gerade. Oh oh, Rad an Rad geht's in Richtung Ascari. Verstappen ist leider durch, habe ich mich nicht getraut da jetzt reinzuhalten. Ich will hier keinen zweiten Platz wegschmeißen. Oh, das wird glaube ich leider bitter, das wird leider bitter. Ah, dieser Red Bull ist einfach zu gut in diesen schnellen Kurven, Mann. Ah, aber das ist okay, komm. Ja, trotzdem geiles Rennen. Also Platz 2 hätte ich am Anfang voll unterschrieben. Schade, Mann. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass das zu einem Problem werden könnte. Vielleicht hätte man da härter dagegen halten können in Ascari, aber wenn das dann schief geht, ey, dann verzeih ich mir das niemals. Komm, Platz 2, geile Punkte, alles gegeben. Leider Verstappen insgesamt am Ende ein bisschen schneller, aber trotzdem, was für ein geiles, verrücktes Rennen vor allem. Das hat richtig Spaß gemacht. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Nochmal die entscheidende Szene dieses Rennens hier in der Wiederholung. Das ist die letzte Runde, als Verstappen uns hier angreift mit dem DRS. Ich weiß nicht, soll man da innen reinhalten? Also, das wäre schon wahnsinnig gewesen. Ne? Ich meine, wir sind hier... also ich habe immer so als Orientierung dieses 100-Meter-Schild zum Anbremsen. Wir sind vor dem Anbremsen noch hinter ihm, nicht mal mehr neben ihm. Also das wäre dämlich gewesen. Das wäre wirklich blöd gewesen. Ich glaube, da kann man sich nichts vorwerfen. Vielleicht hätten wir was anders machen können. Aber da nochmal zu kontern, das wäre schief gegangen. Das wäre Quatsch gewesen. Macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht, wenn es gegen Verstappen irgendwie um die WM geht oder so, handelt man da anders in so einer Situation. Aber das hätte echt keinen Sinn gemacht. Eventuell geht das gut. Aber ich glaube, zu 90% gibt das eine Kollision, in der wir uns wegdrehen und dann ist das Podium weg. Also, das war schon alles gut so. Ja, und auch so natürlich ein mega Ergebnis. Position 2. Unsere beste Strecke so auf dem Papier war also wirklich die beste offensichtlich. Wenn man sich das ganze Wochenende anschaut, das war einfach super. Hat richtig Spaß gemacht. Wir konnten andauernd vorne mitmischen. Mega Bottas leider. Ja, die Strafe, die war bitter. Das war klar, ne? Weil alle so nah beieinander waren durch das Safety Car. Dann hat man natürlich keine Chance. Albon mal wieder gute Punkte für Williams. Wie eigentlich immer. Gasly in den Punkten für Alpine. Alonso mal mit einem Zähler. Aber insgesamt machen wir natürlich auf alle Konkurrenten ordentlich was gut. Also die Schadensbegrenzung für Zandvoort, die hat gut funktioniert. Die war nicht allzu verkehrt. In der WM ist es jetzt Position 8. Da ziehen wir wieder vorbei an Albon, auch an Alonso. 61 Zähler jetzt insgesamt. Wow. Das ist keine allzu verkehrte Ausbeute. Bin gespannt, wie viel da noch dazukommt in den verbleibenden Rennen. Und in der Konstrukteurs-WM festigen wir jetzt Position 5. Ja, da muss jetzt schon eine Menge schief gehen. Wir haben zusammen, was ist zusammen? Wir haben als Team so viele Punkte wie Williams und Aston zusammen. Genau. Also... wenn einer von denen da noch rankommt, dann soll es, glaube ich, einfach so sein. Das wäre schon wirklich erstaunlich. Das war's jetzt von dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch, da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Da geht's dann, fürchte ich, wieder ein bisschen zurück in die Realität. Das wird dann wieder eine weniger starke Strecke für das Auto. Aber das Rennen hier haben wir, glaube ich, perfekt ausgenutzt. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!